Ja, dann hat zum Beispiel das ZDF ja gestern eine ganz, ganz starke Bericht gebracht über die Steuernachzahlungen, die jetzt hier im Bayerischen, in München, von Unternehmern, von mittelständischen Unternehmern gefordert werden. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Ein Riesenskandal, wo man sich auch wieder nur die Hand an die Stirn schlagen kann. Um was geht's da? Man kommt an Google und Co. nicht ran, Google und Facebook etc. Die zahlen praktisch hier keine Steuern, so gut wie keine Steuern. Man kommt an die nicht ran, international nicht. Klar, hier ist die schützende Hand des amerikanischen Hegemons hinten dran, der dieses Unternehmen maximalen Profit und Erfolg verschaffen will, weil es natürlich ein Machtinstrument ist, ein Kontrollinstrument, ein Datensammelinstrument ist. Und das soll die Konkurrenz platt machen. Und das geht natürlich am besten, indem die viel Geld verdienen und keine Steuern zahlen. An die kommt man nicht ran. Ja, und was macht man? Man holt sich das Geld dann bei denen, die gar nichts dafür können. Die mittelständischen Unternehmen in Deutschland, die über Google und Facebook Werbung schalten, ja schalten müssen, weil über andere Plattformen erreichen sie ihre Kunden ja gar nicht mehr, weil die ja alle nur noch über diese Wege erreichbar sind. Denen bleibt gar nichts anderes übrig, als diese Wege zu gehen. Ja, und jetzt holt man sich die Steuer, die eigentlich Google zahlen müsste, wie holt man sich jetzt von den Mittelständlern? Die müssen jetzt für die Werbung, die sie mal geschaltet haben, für das Geld, das sie Google mal überwiesen haben, jetzt auch noch Steuern bezahlen. Die Steuern, die Google nicht bezahlt. Also die Steuer, die Google zahlen müsste, sollen jetzt die deutschen Mittelständler bezahlen. Da fehlen einem nahezu die Worte, wenn man sich das anschaut. Und diese Mittelständler sollen sich das dann später bei Google zurückholen. Das können die gerne mal probieren. Das können sie genauso gut an die Wand malen. Das Thema ist durch. Und das gilt nicht nur per ab sofort, sondern soll auch noch rückwirkend für bis zu 7 Jahre zurückgelten. Das heißt, wer immer in den letzten 7 Jahren bei Google Werbung geschaltet hat, kann schon mal Geld zurücklegen. Hier geht es um Millionensummen, hier geht es um Existenzvernichtungen im deutschen Mittelstand, weil man an Google nicht rankommt. Das heißt, nicht nur, dass man die Leute mit der Politik, indem man diese Unternehmen nicht besteuert, diesen in die Hände treibt, weil sie so mächtig sind durch ihn. Sie bezahlen keine Steuern, verdienen deshalb so viel Geld, dass sie so mächtig werden, dass man ihnen nicht mehr vorbeikommt, treibt ihnen damit die Leute zwangsweise zu. Und wenn das geschafft ist, dann macht man sie platt, indem man sie besteuert. Und somit zerschlägt man dann auch noch den deutschen Mittelstand. Und wenn wir uns anschauen, wie wir momentan industriefeindlich die eigene wirtschaftliche Grundlage in Deutschland zerstören, Automobilindustrie, Bayer, Banken und jetzt den Mittelstand, das ist schon bösartig, wie wir hier uns selbst zerstören. Und da kann man wirklich nur noch den Kopf schütteln. Aber wir versuchen natürlich alles irgendwie da durchzukommen. Und noch ist das nicht entschieden, noch ist es nicht bundesweit. Der Bundesfinanzminister sagt, na, wir gucken es uns mal an, wir haben noch keine richtige Meinung dazu. Und wir werden es weiter verfolgen und hoffen natürlich im Sinne aller Mittelständler, die bei Google und Facebook Werbung geschaltet haben und uns selbst natürlich, dass wir da alle davon nicht betroffen werden. Uns betrifft es nur minimal, aber wir hätten da kein Problem mit, aber andere sehr wohl. In diesem Sinne, es ist natürlich eine Riesensauerei und wir werden es weiter beobachten und weiter kommentieren. So, jetzt aber gleich den nächsten Termin hier in Düsseldorf. Auch da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, aber später dazu mehr. In diesem Sinne, erstmal heute einen schönen Nachmittag und viel Zeit auch für die schönen Dinge des Lebens. Das Wetter spielt heute nicht so mit, aber Ihnen fällt bestimmt was ein, an dem Sie Freude entwickeln können. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis morgen.